Und hallihallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Minecraft Together auf dem Server von Timolia. Andersrum. Auf dem Server von Timolia. Irgendwie so. Der Rhyme, der war jetzt ein bisschen failig. Aber nichtsdestotrotz beginnen wir diese Aufnahme mal wieder völlig überraschend mit einem Enchant. Und zwar habe ich mir gedacht, da meine Silk Touch Spitzhacke nun schon zu drei Viertel kaputt ist, ja, wow, hey du, da müssen wir mal wieder nachlegen. Ach ja, göttlich. Das heißt, wir reißen uns hier kurz was raus. Haben wir hier eigentlich noch was drin? Ja, wir bekommen das ganze Zeug hier alles hier. Ach genau, von dem Bauern, da hatte ich, wollte vor allem nach unten zu gehen und alles wegzuräumen. Muss ich gleich noch machen dann. Sonst schaut es bei mir in der Kiste wieder so aus wie bei manchen Leuten unterm Sofa. So, Level 30, wir gehen mit dem... Ach, kack drauf, mit dem ersten Mal. Okay, aber ist ja Spitzhacke, auch nicht schlecht. Kann man immer brauchen. Vor allem, da ich jetzt ohnehin nur noch eine normale habe. Und diese Schule an Breaking Dead Spitzhacke. Mit der kann man eh nichts anfangen. Genau. So. Ja. Bevor ich hier anfange... mit diesem neuen Together blende ich erst noch mal ein kurzes andere Video ein, und das bezieht sich auf diese Kiste hier. Viel Spaß. Oh yeah, ich habe gerade gesehen, wir haben ein kleines Überraschungspaket von Messer, denn ich habe ihr beim Farmen von Wolle geholfen. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir da so haben. Oh yeah. Das finde ich nice. Vielen, vielen Dank, Messer. Das finde ich wirklich nice. Oh yeah. Und wenn man mal überlegt, das sind 10.000 Timoleons, die sie da für mich ausgegeben hat. Oh. Und für die Redstone Lamps auch. Pen. Für die Offset Bricks. Ein Trick. Oh, da muss es wohl noch mehr Sachen oder Schilder geben. Wo hat der Pen sein Hauptstandardschild? Vielleicht oben irgendwo? Nee. Hey, cool, neue Lampen. Nice. So, wo hat der sein Schild aufgeschlagen? Sein Basiscamp. Ist das von mir? Ah ja, genau, da die ganzen Türen hingetan. Keine Ahnung, wo der Pen jetzt hier angefangen hat. Wir fangen einfach nochmal so an. Und für die Redstone Lamps auch. Für die Half-Slaps gibt's einen Trick-Pen. Achso, dann meinte das wahrscheinlich zuerst so und das so. Ja. Also den Trick weiß ich nicht. Den Trick kenne ich. Da habe ich jetzt letztens bei Doc M gesehen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich den einbauen werde. Schauen wir mal, ob sich hier noch irgendwas getan hat. Nö, das kann ich selber machen. Hier ist alles gleich geblieben. Okay. Ja. Vielen Dank am Messer. Das finde ich richtig nice. Haben wir erstmal einen kleinen Vorrat an Villager. Ich werde wahrscheinlich jetzt einen noch spawnen lassen unten. Und dann die anderen mir jeweils aufbehalten, falls die eben wieder verschwinden. Und ja. Diesen Trick hier, also mit den Half-Slips, weiß ich nicht. Kenne ich nicht. Aber... den da kenne ich mit den Redstone Lamps. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den machen werde. Ich habe es mir schon überlegt gehabt, dass ich quasi die Redstone Lamp hier, die wollte ich ja damals schon machen, und hier eben diesen unendlichen Power Dings macht, bis man ihn quasi updatet.
Es gibt nämlich so irgendwie, wenn man das Redstone-Signal zu einer Redstone-Lampe mit einem Piston unterbricht, dann bleibt sie weiterhin gepowert. Genau. Und ja, bis man halt wieder einen Block daneben hin stellt oder so und das Ganze updatet. Ja, mal schauen, ob wir das machen. Genau. Dann sehen wir uns gleich wieder. Genau, und da sind wir jetzt wieder. Was da drin ist, wisst ihr ja nun. Oh, ich finde das so geil. Vielen, vielen Dank, Messer. Und ja, was werden wir denn heute machen? Ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht so recht. Ich habe jede Menge Zeug eigentlich. Alles noch schön voll. Könnten wir vielleicht mal wieder einen halben Stack mitnehmen. Da können wir vielleicht mal wieder ein bisschen was braten. Oh, wenn wir noch ein Fleisch holen, dann können wir sogar noch einen Stack braten. Wolle. Aha. Ja, ich schmeiß das Ganze jetzt schnell hier im Ofen mal. Und dann zack und zack muss ich kurz ein paar Geschäfte oder mögliche Geschäfte abwickeln. Ups, das war eins zu weit. Schweinefarm ist ja hier oben. Komm her, du durchgeglitschtes Schwein. Vielen Dank. Genau so viel gegeben, wie ich wollte. Normalerweise regt man sich ja auch, wenn man von einem Schwein nur ein einziges Fleisch bekommt, aber dieser war mal eine Ausnahme. So, ich muss kurz schauen, was da sich so an Geschäftsmöglichkeiten entwickelt und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir hier unten und ich habe mich entschlossen, wir werden heute an der Kakaobohnenfarm ja, überhaupt mal anfangen zu bauen. Ein wirkliches Design habe ich mir noch nicht überlegt und deswegen habe ich mir gedacht, könnten wir doch mal unser anderes Grundstück besuchen. Damit es endlich mal einen Sinn hat. Spawn. Erstmal hier schön und Timons abgreifen. Ich vergesse es jedes Mal wieder. Jetzt bin ich schon wieder eine halbe Stunde hier mindestens. Und ich vergesse es jedes Mal wieder. Zum Glück ist Timon ja kaum groß, das stimmt. Wie komme ich jetzt zu meiner Dingsenswelt? Möglicherweise da. Was? Escanes braucht keiner. Außer die ganzen Gäste, die immer reinkommen, dann anstatt nach Hunger Games. So. Jetzt müssen wir nur noch unser Haus finden. Hör auf zu fliegen. Vogel. So. In welche Richtung waren das? Der Hunde hat gleich ein komplettes Grundstück da mal so eben mit Villagern zugekleistert. Ich glaube, es war ungefähr in diese Richtung. Ich fliege kurz dahin und dann sehen wir uns dort. Und da sind wir schon. Und es ist natürlich mittlerweile Nacht geworden. Yay. Und nein, es ist nicht in diese Richtung, wie wir geflogen sind, sondern einfach nach links. Ziemlich parallel immer in diese Richtung, quasi nach links. So, das erste, was ich jetzt hier mal machen werde, ist im Schnelldurchlauf Fackeln platzieren. Fackeln. Fackeln. Wo gibt's die Fackeln? Da gibt's die Fackeln. Und müssen wir dazu niedriger. Das wird ein bisschen dauern. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, und so schnell geht das. Ich habe es einfach irgendwie platziert. Sieht zwar jetzt schön in Reihen aus und so, aber wurde randomly platziert. Genau. Hier könnte man vielleicht noch eine hinsetzen. Einfach nur, damit man ein bisschen mehr sieht hier auf meinem Grundstück. Und damit es ausschaut, als hätte ich was getan. Ja, eine Kakaobohnenfarm. Weg damit, weg damit, weg damit. Ich möchte zum Bauen, zum Bauen, zum Bauen, zum Bauen. Nehmen wir mal. Nehmen wir Redstone-mäßig, nehmen wir dann Wolle. Und so zum Bauen nehmen wir diese Stone Bricks. Ups. Das war nicht meine Absicht. Es geht nur immer automatisch an.
Sobald man ein O drückt. Genau, das brauchen wir. Redstone-mäßiges brauchen wir erstmal noch nicht. Das, was ich mich gerade frage, ich habe hier meine... Ah, das geht ohnehin nicht. Schade. Das da oben wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Creative Dark. You don't have permissions. Ah, okay. Was brauchen wir denn? Genau, wir brauchen Holz. Wir brauchen Holz, wir brauchen Holz. Wir brauchen Jungle-Holz. Wir brauchen Kakaobohnen. Die dürfte es entweder hier geben. Oder... Oder? Unter Essen. Auch nicht unter Essen. Gibt's denn die dann? Ja, gibt's sie unter... Unter Färbemittel. Auch nicht schlecht. Gut. Dann... Haben wir es soweit, was wir brauchen. Ich denke schon. Wir fangen mal hier in der Ecke an. Genau, und sagen wir mal, das wäre jetzt unsere Wand hier. Da ist der Zweier-Eingang. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz wir da haben. Wir haben dann den Zentrum 1, 2, 3, 4, 5. So, ja, das dürfte ungefähr hinkommen. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Und da müssen wir jetzt irgendwie eine Coco Beans Farm einbauen. Eine sehr coole Möglichkeit oder Idee, wie auch immer man es nennen mag, oder wie es mir sehr gut gefällt, ist das Design auch des, ja, sag schon, Messer verwendet. Und sie macht es einfach nur so. Geht hier bei uns auch perfekt auf. Sie setzt einfach immer so ganz lange Stämme. Links und rechts dann jeweils mit Kakaobohnen bepflanzen. Und dann einfach, ups, immer 8 oder 7 weiter, oder 6 weiter, ich weiß es gar nicht, 6 weiter. Und dann halt immer stufenweise nach oben und dann fließen halt alle nach unten, wenn sie halt das Wasser freilässt durch Pistons. Ja, oder durch mittlerweile Dispenser. Das wäre eine Art, die mir auch sehr gut gefällt. Andererseits ist sie halt sehr platzverhältnismäßig zur Kakaobohnenproduktion nicht gerade effizient. Was ich mir vielleicht auch überlegt habe, ist, wenn wir einfach, einfach ist immer einfach gesagt, gell? Wenn wir jetzt mal hier kurz weggehen und überlegen, wenn wir hier haben, hier. Hier, wir können hier einsetzen, da, 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 da und da und da. Wir können nicht weiter hierher, wir können nicht weiter dahin. Das heißt, den nächsten können wir erst wieder hier setzen. Ne, den nächsten können wir hier setzen. Genau. Und den nächsten können wir dann nirgends mehr setzen. Die nächste würde hier wieder gehen. Und der dann hier. Genau. Aber wie... Beziehungsweise wie willst du das Ganze dann ernten lassen? Das ist halt die ganz große Frage. Und die sollten wir uns definitiv beantworten, bevor wir sie bauen. Die Farm. Ich schau gerade, ob es ein Repeat and Parent Teil ist. 3. Nee. Nicht wirklich. So haben halt rein theoretisch am meisten Platz. Weil halt an allen vier Seiten welche sind.
Aber so ist es halt. Also ich habe keinen Bock, die auch noch einzeln manuell zu harvesten. Das hier vorne könnte man notfalls als Lichtquelle nutzen. Ja, geht's jetzt dann mal los hier. Zack, zack, zack. Genau. Das Gute ist, man könnte das halt im Prinzip rein theoretisch so weit machen, wie man möchte. Um die Kurven geht es, glaube ich, auch. Ist rein theoretisch kein Problem. Wir können sie mal kurz nachschauen. Wenn wir jetzt hier so um die Kurven gehen. Dann so machen. Genau. Dann könnten wir rein theoretisch auch hier eine haben. Oder wir gehen, ups, so her. Dann können wir zwei platzieren. Dann ist halt nur die Frage. Ob es ist auch wirklich... Mann! Genau. Ob es das dann wirklich auch fließt. Ich glaube nämlich nicht. Und außerdem sind wir schon viel, viel zu weit. Machen wir es mal so. Genau. Wasser einmal. Sagen wir mal, das Wasser kommt jetzt hier und hier. Und spült dann alles nach vorne. Und sagen wir auch noch, das Wasser kommt hier und hier. Dann würde es rein theoretisch klappen. Bis auf da wiederum. Also um Kurven geht's, aber man muss dann jeweils wieder höher sein. Ja, ich denke mal, das einfachste System wird, wie gesagt, das sein von der Messsaw. Weil ich zwar weiß, hat sie das auch nicht entwickelt, sondern jetzt gebaut bekommen. wir könnten rein theoretisch das Ganze auch einfach bis zur Decke jeweils machen. Sagen wir mal, unsere Decke ist 3 hoch. Dann könnten wir auch quasi alles bepflanzen. Und jeweils dann immer von oben das Wasser kommen lassen. Wären zwar mehr Möglichkeiten zum Platzieren. Somit im Prinzip das Dreifache an Kokobohnen. Aber es nimmt halt auch mehr Möglichkeiten in Anspruch. Sagen wir mal, das Wasser kommt dann hier raus. Von hier oben ist ein Pisten davor geschoben. Das heißt, das Wasser fließt da unten durch. Ja, es nimmt schon einiges weg. Aber ich schätze mal, wir bräuchten dann hier einen und da einen. Genau, und dann auf der anderen Seite genauso. Und dann, wenn das Wasser hier weggeht. Also funktionieren wird's. Denke ich mal. Wie sieht's denn dann so mit Richtungen an? Schilder. Ja, ich baue jetzt hier mal noch ein kurzes bisschen Stück weiter. Ein kurzes bisschen Stück weiter. Ein kleines Stück weiter und dann sehen wir es gleich wieder. So, und da bin ich wieder. Ja, ich weiß nicht so recht. So richtig zufrieden damit bin ich nicht. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze mit Pistons zu bewegen, aber ich weiß auch nicht. Das, möglicherweise zu viel Lex. Auf jeden Fall. Ja, ich denke, wir bleiben bei der Messer-Version. Die
Die wird sich mit Sicherheit jetzt einen Keks abfreuen. Nee, auf jeden Fall. Ja, ich hätte jetzt hier die 3 hohe Version und das kann man beliebig weit nach links, rechts, vorne, hinten, wie auch immer verändern. Denn das Ganze funktioniert mit einer Redstone Torch, die ich gerade nicht habe. So. Und schwemmt dann alles weg. Hier kommt dann wieder weiter halt ganz vorne und ganz am Ende muss man jeweils einen stehenden lassen, weil sonst fließt es nach vorne über. Was aber kein Problem wäre, wenn man es einfach so machen würde, dann könnte man hier wieder Kokobohnen ansetzen. Das heißt, man hat dann nochmal eine extra Fläche, wenn ich die jetzt wieder wegmache. Genau, da muss ich sie wieder neu paaren. Seht ihr schon, jetzt fließt es drüber. Wenn ich sie jetzt wieder neu paare, dann fließt es gleich von Anfang an drüber. Genau. Das Problem... das ich dabei habe, ist jetzt nicht dieser komische Bug hier, sondern ja, ich müsste dann unten alles so freigraben, damit die Kokobohnen durchfallen können. Nur das Problem ist, wie sollen wir dann bitte da wieder rankommen, die Kokobohnen zu platzieren? Genau, denn das ist nämlich ein entscheidender Punkt. Ja. Ich denke, wir werden wohl oder übel mit der Messerversion mal weitermachen. Genau. Das heißt, ich lasse das Ganze jetzt hier mal so stehen. Wer will, kann sich es gerne anschauen. Koordinaten dürftet ihr erkennen. Ansonsten schaut in einem anderen Video vorbei, wo ich das mal gezeigt habe. So, und wir gehen jetzt nach Raum 2 wieder. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal da unten mit dem Ausbau. Und schauen überhaupt mal, wie weit wir da gehen können. Genau. Die Kaktusform werde ich auf jeden Fall removen, beziehungsweise erstmal weg, komplett wegbauen. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir hier nach hinten können. Ah, da ist es schon wieder Ende. Ja, cool. Mein Grundstück ist eindeutig zu klein. Na gut, ich grabe hier mal ein bisschen frei und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir wieder fertig ausgegraben und schon ein bisschen angefangen. Doch hier jetzt gerade eben bin ich der Meinung, dass es vielleicht intelligenter wäre, wenn wir hier am Anfang zumindest wenigstens schon mal eins nach unten gehen würden. Das heißt, ich grab hier gleich nochmal einmal alles auf. Der Erde ist das so geil. Und ja. Ups. Dann hauen wir das Zeug hier auch nochmal nach unten. So. Und so. Und so. Genau. Und ja, ich werde es jetzt einfach bis dahinter machen. Ich weiß, es ist nicht wirklich viel. Leider. Aber vielleicht ist es mir möglich, das Ganze zweistöckig zu machen. Vielleicht können wir darunter nochmal was machen. Genau. Also, wir sehen uns gleich, wenn ich das hier zumindest mal eine Ebene habe. Bis gleich. So, und da haben wir den ersten Bereich fertig. Ja, natürlich ist noch viel zu stopfen, viel zu fixen und den Auslauf haben wir auch noch nicht. Aber soweit ist schon mal alles angeschlossen. Da da dann. Wasser geht an und kommt raus. Und schwemmt alles auf. Wir werden das hier komplett durch Eis ersetzen, dann kommen die ganzen Items schneller hierher. Und wenn wir nochmal drücken, geht das Ganze wieder aus. Dank diesen Dispensern geht das hier super leicht. Man braucht nicht mal so ein T-Bud oder wie auch immer man das nennt. Ich habe einfach nur das Ganze hier nach vorne gelegt. Und gehen wir mal hier kurz hoch. Hier oben rauf. Hinterhalb der Decke und dann geht es direkt dahinter, ist ein Repeater hinter diesem Block und er leitet das Signal dann quasi rein. Genau. Das heißt, ich werde jetzt alles hier durch Eis ersetzen, die Wand noch schön machen, die Decke noch schön machen, vielleicht ein paar Glowstone-Lampen reinmachen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir wieder. Alles schön angepasst, das da hinten habe ich mal gelassen, denn vielleicht kann mir da ja Messolini noch kurz helfen. Lalalala. dann muss ich das nämlich mit den Pisten rausziehen und so.
Hier habe ich auch noch Eis gemacht und ein lustiges System-Dingsens ist direkt runter. Hier ist Redstone von der 4x4 Pistentür. Ich weiß nicht, ob das geht. Bei Redstone hat er auch eine Licht-Dingsens, aber ich glaube, Redstone Dust reicht nicht, um Eis zu schmelzen. Hoffe ich zumindest. Genau. Dann würde ich sagen, haben wir keinen Eimer mehr. Das heißt, wir können auch keine Wasserstreams mehr hier da anlegen. Aber wir können zumindest mal schauen, ob der Rest noch funktioniert. Dann spült mal alles her. Genau. Und da wird es dann gesammelt. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir es nicht da machen sollen wie da oben. Sprich, wir reißen das da ab. Und wir reißen das da ab. Und setzen dann hier einfach komplett Holz. Erstens können wir dann da zwar keine Kokobohnen mehr ansetzen, aber wir können. Es sieht wenigstens besser aus. Genau. So, jetzt muss man hier nur noch durchkommen. Dann hol dir jetzt noch kurz ein paar Baumstämme. Eimer für Wasser mit für diese Kanäle. Mach hier noch einen kleinen Eingang, Untergang, wie immer. Und platziere mal alle Kakaobohnen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir wieder. Und ich habe gerade Besuch von Messer und Pen. Hallo. Was hast du da? Was ist denn das? Ah, Repeater. Ja, Repeater habe ich auch. Oder? Ein Dürfen ist echt super geworden. Danke. Da 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 da. Da 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 da. Ah. Tell. Ben. Danke. Ups. Ich glaube, ich muss erst. Tell. Ben. Danke. Sind sie weg. Na gut, aber wir können hier fertig bauen. Nur noch ein paar letzte Feinschliffe. Muss ich nur noch kurz noch. Nicht Messer antworten. Und jetzt fliegt uns hier gleich alles um die Ohren. Ich hoffe, wir haben die Kiste aufgesammelt. Nein, natürlich nicht. Ich brauche aber die Kiste. Die Kiste, die Kiste. Da ist die Kiste. Das heißt, wir hauen mal kurz hier alles weg. Da ist die Kiste. Ist die Kiste, haben wir erstmal darüber und wir pflanzen erstmal alles rein, damit wir hier mal wieder ein bisschen Platz haben. Und das hier dann fertig bauen können. Stufe weg damit. Stufe hin damit. Und dann nochmal ein bisschen freimachen. Genau. Den haben wir da dabei mal kurz rüber. Und ja, so sieht's jetzt aus. So sieht's jetzt aus. Fertig zum Harvesten ist es noch nicht ganz. Aber das kommt demnächst auch. Ich habe da hinten auch noch einen Haftstab hingesetzt, einfach nur damit es besser ausschaut. Und ja, dann warte ich, bis es fertig ist und dann harvesten wir erstmal. So, und da sind wir wieder. Nach, ja, für mich 2 Stunden her, aber für euch nicht mal eine Sekunde. Aber die Kakaobohnenfarm ist fertig gewachsen. Und jetzt können wir hier mal den Knopf drücken und voilà. Sehen wir, dass unglaublich tolle Sachen passieren. Kakaobohnen werden geerntet. Und wir können nochmal drücken und das Wasser wieder aufzufließen. Dann können wir hier runtergehen und zack, haben 2, 4, 5, über 5,5 Stacks Kakaobohnen. Wenn wir die jetzt wieder alle hier platzieren, dann haben wir wieder weniger, ist klar, aber da vorne auch noch hin. Schauen wir mal, ich platziere mal hier eben alle kurz, dann können wir nämlich schauen, wie viel unsere letzten Endes überbleiben. Denn nur darum geht's ja. Wirklich viel damit machen kann man natürlich nicht, ist mir schon klar. Ich meine, ich kann ein paar Kekse machen und ja, ich könnte sie irgendwo, keine Ahnung, herschenken. Ich glaube, das mache ich sofort, ab sofort. In jedem neuen Together am Anfang schenke ich eine Kakaobohne am Spawn her.
Freut sich mit Sicherheit jeder drüber. Und ich bin mir zwar nicht sicher, ob das erlaubt ist, irgendwelche Sachen am Spawn liegen zu lassen, aber weiß ja keiner, dass ich das war. Stimmt's? Oder habe ich recht? Genau. Aber ich sehe gerade, wir brauchen ganz schön viel Kakaobohnen, um hier wieder alles zu platzieren. Aber wenn es uns wirklich nicht reichen sollte, wofür auch immer, dann können wir ja eben noch dann können wir eben noch eine zweite Etage drüber ziehen. Und ich habe keine Ahnung, was jetzt damit, was da Messer jetzt gerade wieder damit meint. Ach, diese schwulen Kakaobohnen sind ja ein bisschen im Weg. So. Und ja, was bleibt uns über? Was bleibt uns über? Wir haben immer noch fast 4 Stacks, also wir können uns wirklich nicht beschweren. Das passt zwar ganz gut. Hey, Silkklatschspitzer bleibt da. Gut, ihr seht, es wächst wirklich unglaublich schnell. Hier können wir schon wieder ernten fast. Rein damit. Genau. Ja, diese Farm ist soweit hier fertig. Und ich schätze mal, es sollte nicht an mich sein, genau. Aber meine Lieblingsfarbe ist eindeutig blau, scheinende Diamantblock Farbe. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Will ich doch zumindest hoffen. Hier übrigens hat mir Penn gerade eben das mit den Half-Slabs und mit dem Wasser so gemacht, dass quasi das Wasser von alleine fließt nach unten und nicht nach der Seite, auch wenn keine Blöcke hier dran sind. Ich schätze mal, sobald wir hier den Block wieder updaten, wird es wieder fließen. Aber ja, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, die Lampen werde ich dann vielleicht auch noch später machen. Und ja, das war eigentlich für diese heutige Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Hogenkrebskrieg sagt Servus. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.